Wenn du dich um das Klima kümmern willst, kauf deine Bambuszahnbürsten, fahr Fahrrad und iss ein bisschen Tofu und fühl dich wahnsinnig gut dabei. Die Sache ist aber die, wir haben nicht einfach nur so ein kleines Problem mit dem Klima. Wir haben eine Klimakatastrophe. Aber die großen Aufgaben, die großen Probleme, das sind die, die wir gemeinsam lösen müssen. Wenn wir uns zurücklegen und sagen, ey Leute, ist ohnehin alles scheiße, dann wird's auch alles scheiße. Hi und hallo, Luisa Neubauer. Hi. Wir sind hier, wir sind laut. Luisa, wenn man dir zuhört, dann merkt man einfach, wie viel Wissen du hast und wie stark du einfach auch in deinem Aktivismus verankert bist. Und da spielt ja eine Person auch eine große Rolle, die dich auch geprägt hat, nämlich deine Oma. Und mit deiner Oma schreibst du auch gerade ein Buch. Yeah. Wie heißt deine Oma? Meine Oma heißt Fatma. Wie? Dagmar. Ganz liebe Grüße an Dagmar, auch an meine Oma, denn meine Oma heißt Ursel und das ist die süßeste Person auf der ganzen Welt. Ich denke mal, Dagmar ist ähnlich cute, denn ihr beiden schreibt jetzt ein Buch. Wie ist es mit der eigenen Oma im Coworking Space? Ja, ist aufregend. Es gibt auf jeden Fall Eierlikör und selbstgemachte Plätzchen. Aber das ist dann nicht vegan bei der Oma, oder? Der Eierlikör? Nee, da müssen wir wirklich Abstriche machen. Das ist nicht mein Fighting Ground. Man sagt, pick your battle, das ist nicht toll. Kämpfe. Nein, naja, es ist ganz schön. Sie ist 88 und hat natürlich eine ganz andere Perspektive auf die Welt und auf das Leben. Und sie fragt sich jeden Tag, welche Welt hinterlasse ich meinen 7 Enkeln? Und sie guckt heute sozusagen auf die Bücher, die erscheinen, in Sachen Klima, auf die Artikel, die geschrieben werden und sagt so, ey Leute, ist alles super schön, aber genau das gab es schon vor 40 Jahren. Und sie hat einen wahnsinnigen, erlebt eine krasse Frustration darüber, dass man seit 40 Jahren so wahnsinnig gut informiert ist. Seit 40 Jahren weiß die Politik, was zu tun ist. Und 40 Jahre lang hat man das mehr oder weniger verpennt und die Krise eskaliert immer weiter. So sehr, dass es eben nicht mehr ein Problem von zukünftigen Generationen ist, sondern von heutigen Generationen. Und all das ist für mich total spannend und inspirierend und schön zu hören. Und was mich, glaube ich, am meisten bewegt, ist, dass sie trotz allem ihre Empörung nicht verloren hat. Weil es ist so leicht, in dieser Welt zynisch zu werden. Und in gewisser Weise ist aber der Zynismus auch unser größter Feind. Wenn wir uns zurücklegen und sagen, ey Leute, ist ohnehin alles scheiße, dann wird's auch alles scheiße. Aber wenn wir uns sozusagen aufrichten und einmischen und empören und sagen, ey, was geht denn? Wir müssen noch was machen und dann irgendwas in die Gänge leiten, auch wenn es nur was Kleines ist, dann verändert sich nicht nur unsere Einstellung zur Welt, sondern verändert sich eben auch Stück für Stück die Welt selbst. Und das hat sie so ganz tief in sich. Und ich liebe es, wenn sie mich so grimmig anguckt und sagt, boah, Luisa, das kann doch nicht angehen, dass die jetzt schon wieder... Und da habe ich direkt einen Brief geschrieben, da bin ich direkt hingefahren und da gehen wir morgen zur Veranstaltung. Und ehrlich gesagt, wenn ich mit 88 einen Funken so davon habe, dann... Ja. Ich glaube, wir brauchen alle ein bisschen Oma-Dagmar-Vibes für alle Themen, die da so kommen. Bald ist Bundestagswahl, Luisa. Und du gehörst zu einer Generation, die sich völlig zu Recht fragt, können Männer Bundeskanzlerin werden? Und ich weiß, dass du mal gesagt hast, dass Angela Merkel teilweise einen beruhigenden Effekt auf dich hatte. Sag mal, was da los war. Naja, jetzt ist ja die letzte Woche praktisch von Frau Merkel sozusagen ihrer Position, wie wir sie kennen. Und jetzt werde ich ganz viel gefragt, wie ich denn diese Ära Merkel bewerte. Und das ist natürlich ein bisschen eine skurrile Situation. Ich bin 25, also was kann ich jetzt über die letzten 16 Jahre schon groß erzählen. Aber wenn ich jetzt zurückdenke an meine Jugend, an meine Kindheit, dann habe ich eben sozusagen ein Gefühl oder sozusagen eine Erinnerung an die Zeit, die war sehr geprägt von dem, von diesem beruhigenden Modus, in dem man das Gefühl hatte, Frau Merkel regiert. Und solange sie regiert, wird alles schon. Und ich erinnere diese Wahlpartys, die man zu Hause veranstaltet hat. Da kamen dann die Nachbarinnen und Nachbarn alle zu uns ins Wohnzimmer. Und da war dann der Raum voller erwachsener Menschen. Und wir Kinder durften Cola trinken. Und ich glaube nicht, dass da oft jemand im Raum war, der Frau Merkel wirklich gewählt hatte. Aber jedes Mal, Bundestagswahl für Bundestagswahl, hat sie gewonnen. Und niemand im Raum schien das sonderlich zu stören. Und ich finde, das beschreibt für mich sehr die Art und Weise, wie sie regiert hat. Die meisten Menschen wussten, oh, also so großartig ist das jetzt unterm Strich gar nicht. Aber man hat nicht so genau hingeguckt. Und man war auch vielleicht so ein bisschen dankbar, dass sie einfach macht. Seht ihr das genauso wie Luisa? Schreibt uns gerne in die Kommentare. Unique Bundestagswahl, bald ist es soweit. Weißt du schon, wen du wählst?
Um echt zu sein, werde ich mich jetzt noch mal erstmal die nächste Woche da ein bisschen mehr reinfuchsen müssen. Weil ich es leider sehr schade finde, dass die Politik oder allgemein die Möglichkeit oder das Gefühl zu haben, dass man etwas aktiv wählen kann, einem nie so präsentiert worden ist. Ich fand es voll interessant, dass du gerade meintest, dass ihr, keine Ahnung, beim Wählen ihr eine Cola bekommen habt und dann die Eltern eigentlich so mehr oder weniger ihr Ding gemacht haben. Ich hatte das bei meiner weißen Pflegefamilie halt auch. Aber es war halt immer mehr so ein, ja komm, wir müssen das jetzt machen. In der Schule, in Politik, so bin ich fast eingeschlafen und auch sehr oft aggressiv geworden, weil man ja eigentlich sozusagen erstmal in der Schulzeit sich nur Inhalte gibt von Sachen, die schon passiert sind, bei denen du halt aktiv jetzt gerade nichts ändern kannst oder verändern kannst. Und das heißt, wenn ich niemanden sozusagen in der Politik sehe, der mir ähnelt, der ein bisschen so redet wie ich, der vielleicht eben nicht die ganze Zeit mit so einem Dings und so rumläuft, weil mit solchen Leuten habe ich einfach nichts zu tun sozusagen, dann fällt es mir sozusagen schwer zu sagen, hey, ich habe auch jetzt richtig Bock, mal meine Stimme abzugeben, weil vielleicht bringt es ja wirklich was. Und ich glaube aber auch, dass das halt sozusagen auch mit der Fehler von meiner Generation ist, dass wir es halt uns eigentlich nur angucken und denken, ja, fuck it, bis ich halt irgendwann 40 bin und auch wählen muss, mäßig. Ich glaube halt nicht, dass es der richtige Ansatz ist, aber ich glaube auch, dass die Politik mich da irgendwie anders abholen müsste. Ich fand das ganz interessant, was du gerade gesagt hast. Und in dem Zusammenhang, Kevin, du hast zwei Kids. Du stimmst ja quasi auch für deren Zukunft ab. Hast du per Briefwahl schon abgestimmt oder bist du dir auch noch unsicher und machst das am Wahlsonntag? Ich habe nichts, wo ich irgendwie hundertprozentig hinterstehen könnte und ich will da gar nichts. Das heißt, du gehst wirklich gar nicht wählen? Nee, ich kann das nicht. Es gibt nichts, wo ich sage, okay, das ist es. Da kann ich meine Stimme für geben, dass die meine Zukunft in die Hand nehmen. Gibt's nichts momentan leider. Und was müsste passieren, dass man dich doch überzeugt? Also gibt's da nicht so Tools wie den Wahl-O-Mat, wo du sagst, hey, alles klar, da sind schon mal viele Sachen dabei für die Zukunft meiner Kinder auch, bei den Punkten, ich denen das gerne mit auf den Weg geben würde? Es gibt überall so Plus- und Minusfaktoren, ne? Also alle haben Vorteile, aber viele haben auch Nachteile und ich kann mich da nirgendwo drauf einschießen, so dass ich dahinter stehen kann hundertprozentig. Und bevor ich da irgendwas falsch mache und mich noch drüber ärgern nachher, werden sich viele drüber ärgern. Genau das ist der Grund, warum dann so scheiß Wahlergebnisse vielleicht zusammenstürmen, weil dann Leute wieder nicht wählen gehen. Aber ich habe einfach nichts, wo ich hinterstehen könnte. Aya, kannst du das nachvollziehen, dass Kevin sagt, ich kann bei der Wahl einfach nichts wählen? Natürlich kann ich ihm zuhören und nicken und sagen, ich verstehe das Gefühl, was du hast, dass du hinter keinem Wahlprogramm stehst. Aber vielleicht hilft es ja zu hören, wie ich es sehe. Für mich, ich sehe mich jetzt auch nicht in jedem Parteiprogramm repräsentiert und auch nicht, ganz ehrlich, vieles müsste viel radikaler auch gedacht werden und ich würde das gerne sehen. Aber ich glaube, vielen von uns geht es im Moment so, wir wählen einfach den wir am wenigsten hassen. Und es ist so, es ist zumindest ein Ansatz, der ermöglicht, dass man so seine demokratische Pflicht noch erfüllt. Aber ich kann dein Gefühl gut nachvollziehen. Luisa, bei der Wahl ist ja auf jeden Fall das Thema Erderwärmung ein ganz, ganz großes. Für dich ist es das Thema, oder? Nee, das ist nicht mein Thema oder das Thema, weil ich das irgendwie interessant finde oder weil es mein Hobby ist, sondern weil es die größte Krise der Menschheit ist. Und ich finde es ehrlich gesagt super traurig zu hören, was du sagst. Also ich finde, wenn man gerade über die Parteien spricht und an die Programme denkt, auch was du vorhin meintest, finde ich es ganz hilfreich, Politik halt nicht wie so ein Taxi zu verstehen. Man fährt von A nach B damit und wenn die mich nicht genau hier abholen, wo ich gerade stehe und genau dorthin bringen, wo ich sein möchte, dann bin ich raus. Sondern Politik ist mehr wie ein Bus. Man läuft ein Stückchen und guckt, dass man in die richtige Richtung kommt. Und dann weiß man, ey, die werden nicht jeden Punkt, den ich gut finde, abhaken. Das ist aber auch nicht die Aufgabe von Politik, sondern die geben eine Richtung vor und eine Stimmung. Und da glaube ich, es gibt so viele Angebote online. Man kann sich so gut mittlerweile informieren. Es gibt die Wahl-O-Maten. Leute hängen sich da wirklich hinter, Menschen in irgendeiner Weise ein Gefühl dafür zu geben, was ist hier sozusagen unsere Wahl, wo können wir uns entscheiden. Und ich glaube, also ich würde sehr an dich appellieren, tatsächlich wählen zu gehen. Ich würde an alle Menschen appellieren. Und gerade für uns junge Generationen ist es einfach so fucking wichtig, dass wir in dieser Wahl
klimabewusst wählen, dass wir uns angucken, was wollen die Parteien in Sachen Klima machen. Ich möchte noch eine Frage auf jeden Fall an dich stellen. Und zwar, Luisa, sag mal, du bist in dem Thema Klima und Co. einfach Expertin at its best. Und trotzdem frage ich mich manchmal, gibt es so kleine guilty pleasure bei dir, wenn es ums Klima geht? Weil bei mir ist es so, ich versuche schon echt, so gut es geht, klimamäßig unterwegs zu sein. Aber beim Thema Online-Shopping ist es wie so ein Rausch. Da bin ich weg und dann pfeife ich ganz gerne leider auch mal auf all das, was ich mir da so vorgenommen habe. Gibt es sowas auch bei dir und wenn ja, was ist es? Ja, das Schöne ist, glaube ich, in dem Sinne würde ich dir jetzt so eine Art, ich höre nochmal an, das Schöne oder vielleicht auch, ich weiß nicht, das, nochmal, also das Konzept Guilty Pleasure ist ein toxisches Konzept. In Klimasachen. Mit Ernährung ist dein Ding, aber mit Klimasachen ist es ein Konzept oder eine Idee, dass Menschen vorschwebt, es gäbe das klimafreundliche Leben und das musst du machen, wenn du klimabewusst bist und du musst es aber nicht machen, wenn du nicht klimabewusst bist. Oder auf der anderen Seite, oder anders formuliert, wenn du dich um das Klima kümmern willst, kauf deine Bambuszahnbürsten, fahr Fahrrad und iss ein bisschen Tofu und fühl dich wahnsinnig gut dabei. Die Sache ist aber die, wir haben nicht einfach nur so ein kleines Problem mit dem Klima. Wir haben eine Klimakatastrophe. Und in einer Katastrophe müssen wir genau hingucken. Was sind eigentlich die großen Hebel, die bedient werden müssen? Wie können wir diese Katastrophe aufhalten? Und da müssen wir aufhören, so zu tun, als würde es sagen, Bambuszahn wird die Sache für uns retten. Und es ging hier nur um unser gutes Gefühl. Es geht nicht darum, dass wir irgendwas machen, um uns irgendwie selbst beweisen, dass wir das Klima wichtig finden. Sondern es geht darum, dass wir das machen, was notwendig ist. Und ganz ehrlich, irgendwer muss in diesem Land die über 100 Kohlekraftwerke abschalten. Irgendwer muss die Gaspipelines zum Stoppen bringen. Irgendwer muss die Politik dazu bewegen, dass die Autobahnen zu bauen. Und das alles machen wir nicht im Supermarkt. Das machen wir auch nicht beim Online-Shopping. Das machen wir auch nicht, wenn wir auf dem Fahrrad sitzen. Das machen wir, wenn wir in großen Massen zusammenkommen und Druck aufbauen. Und darum geht es in dieser Krise. Und das heißt, wenn Leute sich in ihrem Leben irgendwie nebenbei ökologisch verhalten können und konsumieren können, dann ist das super und dann freue ich mich dafür. Aber die großen Aufgaben, die großen Probleme, das sind die, die wir gemeinsam lösen müssen. Und nutzt eure Vorbildsfunktion. Wir alle sind Vorbilder. Wir alle haben Kinder oder Nachbarn oder Freunde oder Familie oder Eltern oder was auch immer, WhatsApp-Gruppen, Instagram-FollowerInnen oder was auch immer. Aber wir alle sind Vorbilder. Und wenn sozusagen wir nur einmal sagen, ey, wir finden es wichtig und ich mache was und ich habe verstanden, es geht hier nicht irgendwie so um so eine Feel-Good-Sache und um meinen persönlichen Konsum, sondern es geht darum, ob ich bereit bin, in dieser Krise ein bisschen erwachsen zu werden, mich ein bisschen einzubringen, egal wie viel erstmal. Dann sehen das andere. Und darum geht es. Und dann sozusagen, mach mit deinen Guilty Pleasures, was du willst und mach dir da nicht so einen Kopf und verlier deine Nerven nicht darüber, sondern fokussier dich auf das, was eigentlich unsere Probleme sind und was wir eigentlich tun müssen, um diese Probleme anzugehen. Was ich halt bemerkt habe in meinem Freundeskreis, wo super viele POC drin sind, also People of Color, scheint es mir, als ob diese Probleme, die ihr ansprecht, in ihrem eigenen Leben keine echte Relevanz haben. Weil die Krise, die sie total krass einnehmen wird, ist die Krise, dass sie in Armut leben werden, später, wenn sie älter sind, dass das Problem Rente nicht gelöst ist, dass sie das Gefühl haben, boah, ey, eigentlich muss ich meinen Alltag überhaupt erstmal ja, ordnen und das, was Luisa anspricht, ist schön und gut, aber ich kann jetzt gerade, ich habe den Kopf nicht dafür. So. Und ich glaube, was helfen könnte, ist, wenn mehr Personen auf die Bühne kommen, die auch mehr diesen Hintergrund haben, diesen Migrationshintergrund und auch sagen, wir können diese zwei Welten verbinden. Weil ich glaube, du machst das argumentativ sehr, sehr gut in den Talkshows, wenn man dir zuhört. Aber alleine schon, dass das aus deinem Mund kommt, macht es ein wenig, also weniger glaubwürdig. Einfach für Menschen in meiner Welt, die einfach nicht so viel Geld haben, nicht privilegiert aufgewachsen sind, die in ihrer Welt größere Probleme haben, die sie einfach lösen müssen. Also ich glaube, das sind ja zwei Punkte, die du ansprichst. Die eine Frage ist sozusagen eine Repräsentations- und Diversitätsfrage. Und ich glaube, dass sozusagen unser Ziel als Fridays for Future, wie ja von den meisten anderen Bewegungen, die ich zumindest kenne, irgendwie immer die Suche nach Diversität und nach sozusagen möglichst vielen sozusagen Anknüpfungspunkte für alle Menschen, egal woher sie herkommen. Und deswegen finde ich es auch so schön, dass wir mittlerweile sagen, dass ich nicht mehr sozusagen in Anführungszeichen alleine da stehe, sondern dass wir super viele
Menschen bei uns haben, die öffentlich für Fridays for Future sprechen, die auch nicht sozusagen, die deutlich jünger sind als ich, die aus anderen Backgrounds kommen, die andere Geschichten mitbringen und die auch sozusagen aus ihrer Art, aus ihrer Erzählweise, aus ihrer Lebenserfahrung berichten, wie sie zum Klima gekommen sind. Und es ist total logisch, dass die Menschen, die sich um den Ende des Monats Gedanken machen müssen, keine Kapazität haben, sich um das Ende des Jahrzehnts Gedanken zu machen. Meine Mutter ist Krankenschwester, also ich kenne mich mit Ausbeutungssystemen ein bisschen aus der Perspektive aus. Wenn die Systeme, egal aus welchen Umständen man jetzt kommt, erstmal die Leute so ausbeuten, dass sie keine Kapazitäten und Kraft mehr haben, sich um die Zukunft der eigenen Kinder in dem Sinne Gedanken zu machen, keine Kapazitäten und Kraft haben, sich um die Verbesserung oder die Beendigung dieser ausbeuterischen Systeme zu kümmern, dann stimmt was nicht. Und dann sind eben alle anderen doppelt gefragt, solidarisch zu sein, zu erkennen, ey, für wen müssen wir gerade mit da sein und was ist jetzt gerade unsere Rolle, wenn wir das Privileg haben, selbst woanders zu sein. Und da, glaube ich, kommt für mich alles ein bisschen zusammen. Und so habe ich das Gefühl, meine Mutter kann keine Klimaaktivistin sein, weil sie arbeitet im Schichtdienst als Krankenschwester. Aber auch sie möchte, dass ihre Kinder und ihre Enkel in einer sozusagen gesunden, heilen Welt aufwachsen können und alt werden können. Hm. Und das heißt zum Beispiel, im Herzen sozusagen fühle ich mich, als wäre ich auch immer ein bisschen Aktivistin für sie mit. Halt, stopp, nicht abhauen. Hier gibt es das nächste Video von Deep und Deutlich. Und genau hier gibt es ein Video vom Y-Kollektiv zum Thema Klimawandel und Naturkatastrophen. Wow.